Hi, heute möchte ich mit etwas Neuem anfangen und zwar mit der Gruft der Bücher. Sprich, ich erzähle euch von Büchern, die ich gelesen habe und was ich davon halte. Starten möchte ich heute mit Thomas Karg, Das Böse. Der Thomas ist ein junger Autor aus Bayern. Kennengelernt habe ich den über den Thorsten Loff Verlag aus dem Dreieichkon. Wenn man ihn so kennenlernt, denkt man, er ist ein netter junger Mann und arbeitet mit irgendwas Sozialem. Ich weiß jetzt gar nicht, was er so genau macht, aber seine Bücher sind grenzwertig böse. Deswegen auch Das Böse vielleicht. Und in diesen Büchern würde ich mal sagen, die Kurzgeschichten sind nicht mehr ganz lustig, sondern gehen schon echt an die Grenze. Ich habe jetzt mal von diesen 13 Geschichten, die in dem Buch drin sind, erzähle ich euch mal zu jeder Geschichte ein bisschen was. Zuerst nochmal würde ich euch noch empfehlen, vielleicht, wenn ihr weitere Sachen von ihm haben wollt, lesen wollt, dann es gibt noch die Erben Abadons, das ist ein Zyklus, an dem er mitschreibt, und die Kurzgeschichtensammlung Fest der Geier. Dann hat er eine Anthologie gemacht, Mysterien der See, und das war so ziemlich im Ganzen. Die erste Geschichte nennt sich Müllsäcke. Und Müllsäcke ist eine Geschichte, in der er erzählt, wie ein Typ seine Freundin umbringt. Und was daraus passiert, wenn man mit ein paar Müllsäcken am Tag durch die Gegend fährt und es ist eine Polizeikontrolle zu erwarten. Dann kommt deine 10 Sekunden. Eine Geschichte über soziale Medien und sagen wir mal so, wie die negativ aus dem Ruder geraten können. Dann kommt die dritte Geschichte, Ich werde überleben. Geht's um ein Armeeszenario im jugoslawischen Krieg. Ziemlich düster dargestellt und etwas ungewöhnlich für einen Thomas. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er sowas schreibt. Aber auch hier wieder sehr ins Blutige gehend. Ich möchte da vielleicht gar nicht so viel drüber erzählen, weil das sollte jeder selber erleben und überleben am besten auch, weil der Thomas ist da hier in der Richtung schon ziemlich stark unterwegs. Dann haben wir die Kurzgeschichte, die nennt sich Frühstück. Und Frühstück ist nur 2 Seiten lang. Jetzt noch eine Anmerkung zu vorher. Ich wollte ja eigentlich die Geschichte lesen, beziehungsweise diese 2 Seiten lesen vom Thomas. Aber nachdem ich das jetzt nochmal angehört habe, glaube ich nicht, dass ich das einfach auf YouTube hochladen kann. Dazu geht's da zu sehr ins Eingemachte. Und die Sprache ist, wie schon erwähnt, auch nicht salonfähig. Deswegen muss ich das leider rausschneiden. Was ich noch vergessen habe, bei Amazon kostet Buch 14,99, Kindle 4,99. Ich setze mal die Links noch unten rein. Vielleicht könnt ihr den jungen Mann ja unterstützen, indem ihr ein Buch von ihm kauft. Vielen Dank. So ein bisschen typisch auch von der Sprache her, mit Schwanzwichsen und so weiter. Man muss sich da echt dran gewöhnen. Ist normalerweise nicht ganz mein Metier. Aber ich finde, irgendwie ist es so, ich habe das Buch in 2 Tagen durchgelesen und es war immer so, dass ich von diesen Kurzgeschichten, normalerweise lese ich abends eine und das war's dann, aber hier war es so, ich habe die Kurzgeschichte gelesen und dann habe gedacht, jetzt möchte ich auch gerne wissen, was die nächste ist. Schauen wir mal kurz rein und dann habe ich die nächste gelesen und dann haben wir gedacht, ach komm, eine geht noch und so ging es halt weiter. Die nächste Geschichte heißt dann Sommergefühle. In der geht's um einen, ich würde jetzt mal sagen, einen jungen Mann, mit der Taschendieb und Trickbetrüger ist, der einen Freund hat, der im besoffenen Zustand was von einem Kollegen von ihm erzählt, der halt immer postet, wenn er in den Urlaub fährt und
ziemlich gleicher Typ ist und so weiter. Und daraufhin beschließt der Trickbetrüger, da einzusteigen und sich halt da zu bedienen. Und das läuft nicht ganz so, wie er erwartet hat. Dann kommt Kurt Cobain von einer jungen Dame, die mit 19 schon, ja, zur Heirat gezwungen, kann man nicht sagen, aber mit 19 heiratet. Und dann während der Heirat sich schon überlegt, dass das keine gute Idee ist und sie es eigentlich abbrechen möchte und was sich daraus entwickelt. Danach kommt meine Lieblingsgeschichte. Die Lieblingsgeschichte heißt ein billiger Horrorfilm. Und darum geht es halt darum, wie man in jedem normalen Horrorfilm einfach sieht, wer stirbt denn jetzt als nächstes und so weiter. Eine Gruppe von, ich glaube, 6 Leuten, die gemeinschaftlich mit dem Auto wegfährt. Und von denen nicht alle dort ankommen, wo sie hinwollen. Dann heißt die nächste Geschichte Sünder. Das war eine Geschichte, mit der habe ich mit dem Autor gesprochen. Da habe ich mich gewundert, warum er den Namen gewählt hat von einem Protagonisten. Noch hat er nicht darauf geantwortet. Sobald er das mal tut, werde ich es mal in die Kommentare reinschreiben. Da hätte ich wohl einen anderen Namen gewählt, aber er hat sich dazu entschieden, dass er den Namen wählt. Da wird er sich wohl dabei was gedacht haben. Dann kommt Live aus Gomorra, eine ein Fernsehteil, wie es bei RTL laufen könnte in ein paar Jahren, aber halt wieder mal aufs Extreme, auf die Spitze getrieben. Dann kommt die Fleischbeschau. Nein. Bei der Fleischbeschau geht es um ein neues Mädchen, das in die Schule kommt und das besonders hübsch aussieht und alle anderen Mädchen aussticht mit ihr, nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrem aufreizenden, mit ihrer aufreizenden Präsentation des Aussehens. Dann kommt der Brauch des Meeres. Hier war für mich auch relativ schnell absehbar, wie das Ganze enden wird. Und eine Geschichte, die ich jetzt nicht so gelungen fand. Dann kommt der Sumpf. Das ist jetzt, da geht's schon ein bisschen ins Mystische. Von einer Gerichtsverhandlung um einen Mord, der in einem Sumpf passiert ist und nicht nur der einzige Mord. Und dann kommt das sichere Ding, eine Geschichte von einem Typen, der in der Disco eine etwas übergewichtige junge Dame abschleppt, weil keine andere da ist. Und wie sich die Nacht in eine Richtung entwickelt, die man nicht für möglich hält. Also insgesamt sind es, wie gesagt, 284 Seiten im Selbstverlag. Man kann das Buch auch beim Autoren selbst bestellen. Er signiert es dann. Und wenn er ihn nett fragt, dann personalisiert er das bestimmt auch für euch. Insgesamt muss ich sagen, das Böse hat mir gut gefallen, sonst hätte ich es nicht so schnell durchgelesen. Wie immer ist es ein bisschen grenzwertig. Also jetzt, ich würde jetzt sagen, Stephen King ist von der Schreibe her etwas anders und etwas leichter zu lesen. Also Thomas wird nicht jeder mögen und der Thomas geht, glaube ich, auch absichtlich an Grenzen und teilweise darüber hinaus, um eben den Leuten ein bisschen die Welt wiederzuspiegeln, wie sie ist oder wie sie sein könnte oder wie manche Leute sie eben auch erleben. Und allein dafür finde ich schon, dass man sich mal reinschauen könnte. Das, was ich euch vorher vorgelesen habe, diese 2 Seiten, waren für mich so mal so typisch, wie er so schreibt. Und wie gesagt, wenn man ihn so auf der Straße trifft, würde man das alles nicht für möglich halten. Ich hoffe, schaut es euch mal an. Ansonsten, schreibt mir noch in die Kommentare, ob das auch was für euch ist, ob ich sowas öfter machen soll, und dann schon mal weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag.